Stuttgart seht euch erstmal satt an uns. Ja! Laura Halding-Hoppenheit. Dann. Ja, und ich. Ja. Super. Wow. Vielen, vielen Dank, dass heute Abend also so viele gekommen sind, trotz Temperatur und trotz also Urlaub und Ferien und Weindorf. Aber wenn der Schwab nichts zahlen muss, ist er halt dann doch da. Gell? Ja, das ist. Danke. Das ist okay. Wollen wir uns setzen, oder? Ja. Genau. Oh, aufs Loriot-Sofa. Wir zwei sehen aus wie Evelyn Hamann. Das ist wunderbar. So. Ich brauche Kissen, sonst sehe ich aus wie der Mops von Loriot. Genau. Es ist nicht lustig gerade. Es ist, oh Gott, ich bin ja geschnürt bis zur Koma-Grenze. Das drückt einem ja alles bis rauf. Die Sofa ist ein Horror. Die Nieren, die sind schon abgeklemmt. Darf ich die Schuhe ausziehen, oder? Sonst sind die, sonst sind die Beine überstreckt. Das, so. Dankeschön. Hallo. Dankeschön. Ist es so einigermaßen damenhaft, oder? Ist es. Geht so, oder? Keine Beschwerden. Es ist immer so schwierig, wenn du geschnürt bist und du setzt hingegen die Schenkel auseinander. Das will keiner. So. Doch, da wollt ihr alle sehen. Nein. Nein, ich möchte nicht, dass man mein Arbeitszimmer betrachtet. Das ist so. So. Wunderbar. Wir wissen jetzt überhaupt nicht, was auf uns zukommt, weil erst hieß es irgendwie so, Fräulein Wonder, gehen Sie aufs Loriot-Sofa und Sie werden interviewt, da können Sie ja anderthalb Stunden mit den Leuten schwätzen. Habe ich gedacht, das mache ich. Dann hieß es, die Laura ist auch dabei. Habe ich gedacht, das mache ich, weil wir mögen uns total gern. Und gestern hieß es dann, ja, aber wenn ihr zu zweit auf dem Sofa seid, dann haben wir gar keinen Platz für einen Moderator. Es war nicht sehr nett. Weil es hieß, das Sofa sei 1,80 lang. Dann habe ich mir nachgerechnet, aber heute ist es nur 1,20 lang und durch 3, also 40 Zentimeter, das wäre wirklich zu wenig. Genau. Ja, da ist mein Schenkel schon breiter. Ich, Oberschenkel, ja. Und dann hieß es heute Nachmittag so nochmal, ja, wir haben jetzt dann keinen Moderator, aber ihr schwätzt einfach und es wird sich schon irgendwas entwickeln. Und dann lachen die Leute drüber, dann ist okay. Genau. Ja. Jetzt wissen wir aber gar nicht genau, deswegen haben wir gedacht, wir teilen so kleine Kärtchen aus und ihr dürft euch auch aktiv am Abend beteiligen. Also wer irgendwas fragen möchte, einfach so Hand hoch und dann versuchen wir das Ganze ohne Mikrofon dann auf die Entfernung zu machen. Wir haben keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Wir haben keine Ahnung bei den Temperaturen, wie lange das Gesicht hält. Genau. Also ich zumindest. Und für dich ist es auch ganz komisch, du warst eigentlich jetzt anders geplant, du wolltest auch was Rotes anziehen, ja, dass genau. Du nicht das falsche politische Statement setzt. Genau. Ich will nicht aussehen wie eine grüne Eidechse, aber ich komme direkt von Berlin, der Zug hat Verspätung und die kommt direkt hierher und die konnte nicht mehr was Rotes anziehen. Verzeiht ihr mir, aber der Kopf ist rot geblieben. Ja. Super, dass es geklappt hat. Und dann haben wir uns gefragt, ja, worüber soll man dann reden? Dann hieß es über Humor, über Loriot, über die Zeit und ein bisschen über das Engagement in der LSBTTIQAI+ irgendwas Szene. Ja. Also wie kommst du mit dem Begriff klar? Ich finde immer, wenn man sagt queer oder so. Oder mir ist zu lang, ich sage immer ja. LGBT-Aktivistin. Ja, ich sage immer queer, das reicht. Das reicht. Na, hast du nicht auch das Gefühl, wenn man zu viel ausdifferenziert, dass man dann auch gleichzeitig zu viel ausgrenzt, was man mit der Ausdifferenzierung eigentlich verhindern möchte? Ja, man vergisst auch irgendwelche Buchstaben. Wieder. Genau, irgendein, ja. So viel hat das Alphabet gar nicht, was es alles gibt, gell? Ja, genau. Ja. Ja, ich habe ja mal gesagt, dass ich persönlich dieses LSBTTIQ zu lang finde und zu ausgrenzen, weil da gibt es irgendwelche Leute, die sagen, ja, wir sind ja noch gar nicht mit genannt, also zum Beispiel die Objektophilen oder so. Und ja, gibt's alles. Ich habe 20 Jahre lang Domian angeschaut, mir ist nichts Menschliches fremd. Und dann habe ich mal den Vorschlag gehabt, warum nennt man das nicht einfach nur queer? Ja, wäre doch einfach. Aber dann hat es wieder geheißen, du kapierst es nicht. LSBTTQA+, das sind alles Veranlagungen, aber queer ist eine bewusste Lebenseinstellung. Natürlich, oder LGBT, die schwule Rentner fahren da auch raus bei diesen Buchstaben, oder? R ist nicht drin, stimmt.
Aber dann kommt der Nächste und sagt, warum Rentner und nicht Senior? Ja. Ist ein bisschen schwierig, oder? Ja, natürlich. Ja, aber trotzdem, den Humor hat man trotzdem, oder? Ja, das. Nur mit Humor kriegt man das Ganze. Genau. Durch. Du bist ja jetzt seit Jahren für die Szene unterwegs. Ja, schon bald 100 Jahre. Aha. Die Politik hat mich geoutet, insofern ist egal. Nochmal so lange habe ich hinter mir. Das heißt, du bist auf der Halbzeit jetzt, oder? Ja. Das ist sportlich. Das ist, ja, jetzt seid ihr gegönnt. Das ist, weil du hast ja ziemlich viel gemacht. Du hast ja angefangen in Stuttgart, dass du nur im KC Kings Club, für die, die es nicht kennen, also hinterm Tresen gearbeitet hast. Erstmal die Garderobe gemacht, Karten gelegt und dann hinter Tresen. Ich bin aufgestiegen. Und das jetzt sind bald 48 Jahre. Boah. Wow. Wow. Du bist ja länger für die Szene aktiv als ich auf der Welt. Ja. Da warst ein paar du haben's geglaubt. Du warst Baby. Nein, nein, nein. Ich bin ja, wir haben uns ja kennengelernt 1988. Ja. Da war ich noch in Lauras Club. In der Lautenschlagerstadt, wo diese ganzen Hexen oben waren in der Bar. Ja. Da hast du gesagt, Horror, kriegst du was umsonst. Wenn du mal erfolgreich bist, sponsorst du mich. So. Genau. Ja, ich habe alles aufgeschrieben. Das ist so wie der Schwab. Ich habe alles aufgeschrieben, was ich von dir umsonst gekriegt habe. Und das arbeite ich jetzt Stück für Stück ab. Da lasse ich mir nichts nachsagen. Ja. Ja, das KC macht ja demnächst wieder auf, habe ich mir gehört, oder? Jahresende. Also endlich nach 3 Jahren Pause. Es ist schon sehr schwierig, Menschen zu finden, die was bezahlen wollen. Das ist das Problem. Aufhaben wollen die alle, aber wenn um Geld geht, dann ziehen die viele den Schwanz wieder ein. Das ist jetzt sehr binär gedacht. Ja. Aber ist okay. Uns hat jemand gefragt, jetzt. Worüber oder über wen könnt ihr lachen? Was würdest du da jetzt für dich beantworten? Also ich lache am liebsten über mich selber. Weil da ist niemand beleidigt und dann ist auch okay. Dann weiß ich genau, wie es weitergeht. Ja, hast du das Gefühl, dass momentan es so ist, dass man aufpassen muss, worüber man lachen kann, damit die Leute nicht sagen, Ja, das ist richtig. Und so kann ich keine Fehler machen. Ich kritisiere mich selber, ich schaue mich in den Spiegel, ich sehe Horror und dann ist es okay. Ich kenne das Gefühl. Ich stelle mich immer davor und sage, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Fällt der Spiegel runter, so klar, besser gestorben als gelogen. Es ist, ist okay, das ist... Ja, ab und zu schreien, mein Spiegel, du lügst, das ist nicht wahr, was ich da sehe, aber dann finde ich mich damit ab. Ich drehe einfach das Licht runter, dann geht's wieder. Ja. Schönheit ist eine Frage der Beleuchtung. Ist doch so, oder? Ja. Ja. Es ist. Ist euch gerade noch zum Lachen? Ja. Warum nicht? Ja, weil manche sagen, momentan ist ja draußen in der Welt so viel los, dass man gar nicht weiß, ob man überhaupt noch lachen darf. Ja, man darf seinen Humor nicht verlieren und seine Hoffnung nicht verlieren. Also bitte. Die Leute haben auch im Krieg gelacht. Meine Oma hat immer gelacht. Ringelnatz hat mal gesagt, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Ja, das ist richtig. Oder ist Gutes dabei. Ich bin da viel profaner, ich sage immer, Lachen ist die letzte Waffe, die uns bleibt, wenn wir alles andere zum Heulen finden. So. Das ist gut. Auch gut, gell? Hört sich an wie von Goethe. Ist aber von mir. Ja. So. Was haben wir noch für Fragen? Ah, guck mal hier. Wo endet Humor? Im Grab. Und selbst darüber kann man eine Witze machen. Die anderen machen Witze, wenn wir nicht mehr da sind. Ich lasse mich nur zur Hälfte beerdigen, kann ich die Grabpflege noch selber erledigen. Die andere Hälfte bleibt wach. Bitte? Die andere Hälfte bleibt draußen und passt auf, was die anderen sagen. Genau, natürlich, immer doch. Ich war mal auf einer Beerdigung und da haben sie alle Blumen ins Grab geworfen. Und ich habe so eine Bulette hinterher geschmissen. Und ich sag, glaubst du, der isst es noch? Habe ich gesagt, glaubst du, der stellt die Blumen noch ins Wasser? Es ist... Siehst du? Es ist... Es ist alles okay. Gott.
Wir sehen beide ohne Brille nicht so weit. Nein, das ist, wir sehen beide ohne Brille nichts, aber wir sehen beide ohne Brille gut aus. Ja. Obwohl, es ist heiß heute, oder? Warum schwitzt du überhaupt nicht? Ich bewege mich wenig. Ich bewege mich auch nicht, aber irgendwo bei mir läuft's. Wenn es zu schlimm ist, geben Sie mir bitte Bescheid, dass ich nachtupfen kann oder so. Ich weiß nicht, auf die Entfernung ist okay, oder? So. Alles gut. Das Licht ist sehr freundlich. Es macht nichts, das können Sie sagen, wenn Sie im Dunkeln sitzen. Ja. Nee, wo endet Humor? Ich finde immer, Harald Schmidt hat mal gesagt, jeder hat das Recht auf individuelle Verarsche. Ja, genau. Und ich finde, wenn Humor endet, ist es ein schlechtes Signal. Weil ich finde, man sollte über alles Witze machen dürfen. Die Witze sollten nur ein gewisses Niveau haben und sich mit dem Sujet, um das es geht, auch beschäftigen. Ja, das ist richtig. Also, ja, ich finde, über jedes Thema sollte man mit Humor sprechen dürfen oder Witze machen dürfen, aber nicht jeder, der sich zum Comedian also befähigt fühlt, ist dann auch einer. Das ist, kann man so sagen, oder? Kann man sagen. Ja. Und der sagt immer auf dem Loriot-Sofa. Das ist super. Ja. Was für eine Ehre. Loriot sieht das vielleicht von oben, was wir machen. Ja. Der hat ja in Stuttgart gewohnt, das weißt du. Ja, ich weiß. Ja. Als Kind mochte ich den gar nicht. Da war ich überfordert, ich war mehr so die Hallervorden und so, weil Otto durfte ich nicht anschauen, das war von meinen Eltern zu versaut, das war zu wenig katholisch. Aber die Nonstop Nonsense, das ging noch. Loriot habe ich nicht verstanden, dieser alte Mann auf dem Sofa, der Sachen erzählt, die habe ich gar nicht verstanden als Kind. Jetzt denke ich, wie brillant war der Mann. Ihr beide seid Aushängeschilder für die Szene und für ein buntes Stuttgart. Seid ihr stolz drauf? Ja, ich bin sehr stolz drauf. Ja, natürlich. Natürlich. Also, die Szene ist mein Lebensinhalt. Das sind alle meine Kinder, die fünfte Generation schon jetzt. Und Gott sei Dank, die Kinder kommen nach. Und die jungen Leute mit 16, 17 kommen und sagen, lass uns ein Selfie machen. Mein Opa war schwul und er will wissen, ob du noch lebst. Ich sage, ja. Moment. Ich sage, wir machen ein Selfie. Aber sag nicht, dass ich deinen Opa kenne. Also, wenn es ein Opa war, dann war er nicht richtig schwul. Also es ist ja, der war schwul im King's Club. Zu Hause hat Frauen Kinder. Ach so, okay. Ach so, ja, okay. Ja, damals haben die alle Frauen Kinder. Ja. Laura. Ja, sonst hätten wir keine Rente heute. Gut. Wie reagierst du auf schlechte Witze? Ach, macht mir nichts aus. Im Grunde genommen, wenn jemand über mich was Blödes sagt, dann sage ich blöd zurück und ist auch egal. Und das macht dir nichts? Nein. Es hat einer zum Beispiel im Facebook, nachdem ich bei der CSD eine große Rede gehalten habe, schreibt eine Bekloppte, deutsche Sprache ist schwere Sprache. Und die habe ich zurückgeschrieben, blöd sein ist einfacher. Das ist gut. Ja, aber auf Facebook ist es ja manchmal auch eine Auszeichnung, wenn du so einen Shitstorm kriegst. Ja, das ist richtig. Ja. Da sind ja nicht immer nur die Intelligenten unterwegs. Und meistens ist es ja so, im Internet, da geht es immer so rudelwild und so drüber und so. Hauptsache, je blöder, desto besser und so. Ja. Das Schlimme ist, immer nur die Intelligenten machen bei so Diskussionen gar nicht mit. Ja. Und die Dumme kriegst gar nicht still. Das ist. Was ist Humor? Für mich ist Humor zu lachen, auch über Sachen, die vielleicht ernste Sachen sind, weil das hilft wieder, die gute Energie zu bringen und dich weiter zu motivieren, zu kämpfen oder was zu Ende vollenden. Also Humor hat eine große Rolle in mein Leben gespielt. Spielt noch. Ja. Bei mir war es eigentlich so ähnlich. Irgendwie, weil die Leute haben mich immer gefragt, warum gehst du geschminkt auf die Bühne? Und sage ich immer, weil ich fürs ungeschminkte Gesicht kein Geld kriege. Und es ist so. Ja. Moment, wenn ich das sage, ist es Ironie. Wenn Sie das sagen, ist es eine Beleidigung. Ja.
Nein, es war für mich auch was, dass ich irgendwann mal gesagt habe, vielleicht ist diese Bühnenfigur sogar ein Transportmittel, um das Leben mit Humor zu meistern, was man vielleicht ohne diesen Humor nicht meistern könnte. Ja, das ist, also Humor ist wichtig. Ich habe ja auch wieder geheiratet, da muss auch Humor haben. Die Frage ist, hast du Humor oder hat er? Am besten beide, oder? Ja, beide, sonst geht das nicht. Ja. Er ist auch bestraft mit mir, so ist das nicht. Nein. Er ist nicht vorbestraft, er ist bestraft mit mir. Ja, weil seit ich geheiratet habe, bin ich noch weniger zu Hause. Aha. Ich sage jetzt nichts. Du kannst laut denken. Nee, der Gedanke brach auf der Hälfte ab. Das war gerade das Problem, da war keine Pointe dabei. Ich habe gerade überlegt, weil er gerade fotografiert hat und ich dachte, Jesus Gott, ich schwitze gerade so viel. Das sieht auf den Fotos aus wie kleine Warze. Nein, es sind bloß Schweißtropfen. Das ist, ja, hier tropft es auch schon auf dem Boden runter. Also wenn du Tropfen auf dem Boden siehst, die kommen vom Gesicht. Nicht, dass du denkst, das ist... die Wunder ist nicht mehr dicht auf ihre alte Tag. Es ist, nein, es ist... Kommt euer Privatleben nicht zu kurz? Doch, meine kommt zu kurz, ja. Aber mein Privatleben ist meine Community. Das ist meine Familie, meine Großfamilie, meine Kinder. Und ich habe mein Leben gewidmet, diesen Kampf, diese Arbeit. Und deswegen, ich bin glücklich und zufrieden. Und das Privatleben, was ist Privatleben? Zu Friseur zu gehen, zu kochen? Mein Leben ist hier, in die Mitte der Gesellschaft, wo meine schwule Community ist. So ist recht, ja. Ich finde auch, also wenn ich es genau betrachte, Privatleben kommt bei mir nicht zu kurz, weil ich habe keins. Ja, es ist, man sitzt am Schreibtisch und dann geht man auf die Bühne und dann geht man ins Bett und nächster Tag ist wieder gleich. Genau. Aber es macht ja auch Spaß. Deswegen, ich tanke ja meine Batterien immer bei euch auf. Deswegen brauche ich auch keinen Urlaub. Ja, nein, ich finde, das ist toll, wenn man was machen kann, beruflich, was einem Spaß macht und was einem die Batterien auftankt. Wir brauchen nicht sowas wie Work-Life-Balance. Nein. Weil wir haben einen Job, der uns Spaß macht, der uns diese Balance bringt. Das ist richtig. Ja. Ich war noch nie in Urlaub, 50 Jahre nicht, da brauche ich nicht. Mein Urlaub ist in Kings Club. Du kommst gerade aus Berlin, das ist Urlaub. Da war ich bei einer Gala, die schwule Polizisten haben eine große Gala gemacht und da sind auch meine Kinder und die haben mich eingeladen und die haben mich mit Deutsche Bahn vergewaltigt, dahin zu gehen und gestern hin und heute zurück. Also, mit der Deutschen Bahn, das ist Humor. Ja, ja, also, das ist Humor, ja. Du musst nur erzählen, was auf der Bahn passiert ist. Denken die Leute, wie denken sie sich das aus? Na, fahren wir selber dann. Ja. Muss Humor provozieren, um etwas zu erreichen? Ja, wenn man politische Ziele setzt, dann muss man Humor auch benutzen, um diese Ziele zu erreichen. Wenn die konstruktiv sind, wenn die positiv sind, wenn die zu Förderung der Gesellschaft sind, dann ist Humor ganz wichtig. Ja. Nein, da hast du recht. Ich würde auch sagen, eigentlich musst du nicht provozieren um der Provokation willen. Nein. Aber wenn es Themen gibt, die du nur mit Humor behandeln kannst, darf dieser Humor auch provozieren, damit er im Thema was auslöst. Genau. So, kann man sich darauf einigen, oder? So. Auf lustige Weise kann man viele Ideen besser unterbringen. Stimmt. Es ist überhaupt so, dass du sagst, du kannst über den Humor viel mehr transportieren als über den moralischen Zeigefinger. Ja, genau, das ist richtig. Und du kriegst dafür beim Publikum auch mehr Feedback. Wenn du auf die Bühne kommst und sagst, XYZ ist total doof und das Thema ist total doof und wir müssen jetzt dieses, dann schaltet die Hälfte schon mal aus Protest ab. Das ist richtig. Wenn du es über den Humor machst und dann die Leute über den Humor kriegst, dann gehen sie nach Hause und sagen, eigentlich hat sie recht. Genau. Ja, das ist richtig. Und das Tolle ist, du kriegst auch über den Humor was mit Tiefgang transportiert. Du musst es nur danach wieder schaffen, aus dem Tiefgang raus mit Humor wieder zurückzufinden. Gott, jetzt wird es philosophisch. Ja, darf man heute noch lachen? Ja, das haben wir ungefähr. Ja, hier. Man darf lachen, man soll lachen, man soll viel lachen. Lachen ist gesund. Ja. Kann man sagen, oder? Ja. Verlängert das Leben. Verlängert das Leben, genau. Will man das? Die Psyche wird natürlich. Also, ja.
Ich bin ein bisschen zwiespältig. Immer so diese, wenn sie sagen, ich möchte unbedingt 100 werden. Ja, aber wenn du ab 70 an der eisernen Lunge hängst, bringt dir diese 100 auch nichts. Das ist, du musst gucken, dass du... Dass du mit 100 wie mit 20 aussiehst. Ja, genau. Frag Cher, die weiß, wie es geht. Ja, genau. Ja, aber die weiß wenigstens, wie es gut geht. Guck dir Madonna an und dann denkst du, Jesus Gott. Es ist... Laura, wie war das als Travestiekünstler? Achso, nee, das war also mich. Wie war das als Travestiekünstler in den 80ern auf dem Land? Schön. Originell. 80er, ja. Nein, das war... Ich bin jetzt ja seit Jahren auf der Bühne, also nächstes Jahr habe ich mein 40-Jähriges. Das heißt, ja. Ich habe mit 3 angefangen, also es war super. Und ich komme ja aus dem katholischen Oberland. Und mein Vater war Bestatter. Das muss ich dazu sagen, das erzähle ich immer auf der Bühne. Die Leute denken immer, wie denkt sie sich das aus? Ich habe es erlebt. Und das hieß dann damals... Ich habe es ja nicht anders gekannt, aber das war schon Umstand, dass manche die Straßenseite gewechselt haben, von wegen, oh, den darfst du nicht grüß Gott sagen, dann stirbt einer und sowas. Die Leute waren ein bisschen abergläubisch und wenn dann der Kerle halt auch nicht so wird, wie der Vater gern gehabt hätte. Ja. Es war Gott sei Dank immer so auf dem Land, es hieß ja damals nicht Travestie, das hieß Parodie, der macht was noch, dann ging's. Für Travestie hätten sie mich gehasst, aber für Parodie, das war okay. Und dann war es immer noch der Jung vom Ernst und dann ging es auch wieder. Das ist, weil zum Schluss verhext er ein Jahr. Und dann, wenn man was gegen den Jung hat, dann war es seltsam früher. Also es war insofern aber ganz komisch. Ich habe mir da nie Gedanken gemacht. Ich habe einfach gemacht, was ich gemacht habe, weil irgendwas aus mir raus gesagt hat, das muss ich einfach machen, denkt nicht drüber nach. Weil ich wollte ja eigentlich mal, ich habe ja studiert und ich wollte einfach mal, eigentlich wollte ich ja Lehrer werden, aber während des Studiums habe ich schon gemerkt, irgendwie, also weder Theologie noch Germanistik, was ich studiert habe, ist das, was mich weiterbringt, weil Rechtschreibreform, das will ich doch den Leuten gar nicht beibringen, das ist doch Verrat an der Sprache. Und eine Heilige bist du auch nicht. Nein, eine Heil... Laura! Wenn ich alles das gemacht hätte, was ich hätte machen wollen, wäre ich eine Schlampe. Aber es hat nicht... Es mangelte immer an Anfragen, das war das Problem. Ich war immer keusch aus Mangel an Interesse. Können wir uns also darauf einigen? Die Theologie hat dir geholfen, das zu sublimieren. Zu sublimieren. Ja. Nein, ich wusste einfach, Lehrer, das wird's nicht. Und dann bin ich ja parallel aufgetreten. Dann habe ich mir gedacht, probier's mal, mach halt das Studium fertig. Dann hast du was in der Tasche. Und habe dann das Staatsexamen gemacht, aber nebenher bin ich aufgetreten. Nach dem Staatsexamen habe ich mich nicht aufs Lehramt gemeldet, sondern habe gedacht, jetzt probier's einfach. Und eigentlich habe ich mir das nur so gedacht, aber ich habe keinen Plan gehabt. Du kannst ja nicht auf dem Reißbrett entwerfen, nee, du machst Travestie, mal gucken, wie du durchkommst. Es war einfach nur eine Aneinanderfügung von glücklichen Schicksalsmomenten, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und ich wollte da nie rein, aber heute bin ich froh, dass ich nicht mehr rausfinde. Genau. So, ja, so kann man sagen. Das ist aber was für dich. Wie aufgeschlossen war Stuttgart in den 70ern, 80ern für dein LSDQ-Engagement? Oh Gott, überhaupt nicht aufgeschlossen. Also im King's Club war die Welt in Ordnung, natürlich. Das war unser geschützter Raum, unsere Wohnzimmer. Da haben wir uns alle lieb gehabt, getanzt, Pläne geschmieden und gedacht, eines Tages sind wir stark und die Welt gehört uns. Und auf der Straße bei Tageslicht war alles feindlich ohne Ende. Und ich vergesse einen Zwischenfall nicht. Ich war auf der Königstraße mit meinen Kindern an der Hand, die waren noch klein. Und die Leute haben gespuckt auf mein Kleid. Und meine Kinder waren total erschrocken. Ja, man muss denken, die 70er Jahre, die 80er Jahre. Ich war genauso ungewünscht in Stuttgart mit meiner Arbeit wie die Community. Und ich habe meine Kinder natürlich irgendwas erklärt, dass es gibt Bekloppte und die können nicht reden, die spucken, aber es tat mir leid, weil die Kinder wollen einer beschützen und es hat nachgewirkt. Ich musste immer wieder
mich erklären. Aber ich habe solche Momente mich starr gemacht und ich habe gesagt, und jetzt erst recht. Und ganz viele Türen sind mir damals auch in Behörden vor der Nase zugeklatscht. Niemand wollte mit mir was zu tun haben. Und heute leben noch ein paar und die schleimen noch rum und sagen, sie haben gut gemacht. Und ich sage, schade, dass ihr noch nicht tot seid. Mir vergebet alles, aber mir vergessert halt nichts. Ja, genau. Ja, das ist so. Ja, aber lag das daran, dass du für die Szene unterwegs warst oder dass du als Frau für die Szene unterwegs warst? Dass ich als Frau, geschiedene Frau, Migrationshintergrund, alles, was man Deutschland oder Stuttgart nicht gebraucht hat für die damalige Zeit. Und die Mutter von Schwule, damals war ich Schwester, danach war ich Mutter von Schwulen, Lesben, Transsexuelle, Queere, alles. Jetzt bin ich die Oma von Community. So ändert sich die Zeit. Aber das hat Stuttgart nicht gebraucht und nicht gewollt. Mhm. Ich hätte bürgerliche Frau bleiben müssen, um meine Kinder mich kümmern, zu Hause kochen und nicht meinen Mann verlassen. Mein Mann ist, ich habe ihn vergrault, weil ich habe ihn nicht gebraucht. Ich wollte in die Community mich einbringen und ich wollte keine zu Hause haben, wo einer mich fragt, was essen wir heute? Das wollte ich nicht. Was trinken wir heute? Hat sie besser aufgehört. Ja, aber hast du das Gefühl, dass es heute anders ist? Ja, es ist schon anders. Natürlich sind noch Idioten, die kannst du nicht so von heute auf morgen negieren. Und in Provinz sieht immer noch nicht so rosig aus, aber in Großstädten ist schon sehr viel anders. Also die Community ist stark und das sage ich immer wieder, seid stolz, seid stark, wir sind die Gesellschaft. Und auch die Dunkelziffer ist sehr stark, wenn darauf kommt, dass sie dabei sind, bei Veranstaltungen sind alle dabei und da bin ich stolz drauf. Also diese Stärke, diese Sichtbarkeit, das gibt uns alle Kraft, extrem viel Kraft. Damals war nicht so, die Leute haben sie versteckt. Die haben drei Straßen weiter geparkt, Nacht vor Kings Club und da sind die, haben sie umgezogen und danach gerannt und nächsten Tag waren wieder in Anzug und Krawatte. Und durch dieses Versteckspiel, was notwendig war für die damalige Zeit, ist die Community nicht so schnell sichtbar geworden. Und wenn du nicht sichtbar bist, existierst du nicht und alle treten dir auf dich drauf. Erst durch unsere Massen und Stärke haben wir gezeigt, wir sind da. Und an uns vorbei kann man nicht mehr so leid gehen. Gut, ja. Aber hat es nicht auch gewisse Schattenseiten? Weil heute ist ja die Allgemeinheit so weit, dass du eigentlich die Szene nicht mehr so brauchst wie noch vor 30 Jahren. Die gehen ja halt überall in alle Clubs. Das heißt, ab und zu ist die Szene momentan ein bisschen elitär oder ein bisschen in ihren Ansprüchen verhaftet, sagen wir so. Ja, auf der anderen Seite ist gut, dass wir überall in die Gesellschaft dabei sind. Und trotzdem, die Szene wünscht sich ein Zuhause. Egal, die können überall hingehen. Aber wenn sie zum Beispiel in Kings Club reinkommen, dann wissen die, das ist dein Zuhause. Da sind die willkommen, da sind die geliebt und da können sie sich benehmen, so wie die wollen. Weil das schaut keiner kritisch. Und es ist die Integration, die Akzeptanz ist gut, aber das Gefühl, dass du trotzdem ein Zuhause hast, ein fester Punkt, der zu dir steht, auch wenn dir schlecht geht, das ist genauso wichtig. Aber hast du nicht manchmal das Gefühl, dass die Szene heute in die Gegenrichtung driftet? Ja. Dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl aus den 80ern gar nicht mehr so da ist, ja, weil man es nicht mehr braucht zum Überleben und dass es dann mehr so Hauen und Stechen ist, als es früher war? Ja, bei der Jüngeren auf jeden Fall. Und die Älteren haben die anderen Zeiten erlebt und die halten noch sehr viel zusammen. Und die wissen genau, dass die Zeiten wieder kippen können. Die Jüngeren, manche Jungs sind jetzt geboren in diesen Freiheiten und die können gar nicht schätzen. Und die können gar nicht abschätzen, was passieren konnte, wenn die nicht kämpfen, wenn die sagen, uns gehört die Welt und lassen die mit uns alles machen. Und das ist immer, es ist wirklich sehr wichtig, dass wir immer wieder von neu anfangen und sagen, Kinder, pass auf, unsere Rechte sind nicht uns geschenkt,
sind nicht uns auf den Schoß gefallen. Wir können die verlieren. Bleibt stark, bleibt kämpferisch und auch als Ehre zu den Menschen, die das Leben verloren haben in dieser Zeit, wo der Paragraph war, auch zu Respekt von diesen Menschen, die wir verloren haben aus unserer Community, aus unserer Großfamilie, da müssen wir weiter dranbleiben und kämpfen. Das ist ein bisschen schwierig, die jungen Leute, wenn die tanzen und Party machen und einen schönen Tipp gerade in die Augen haben, dass du anfängst zu erzählen über Vergangenheit, aber ich mache es trotzdem. Gut so. Wow. Oh, jetzt war eine Frage an mich. Wie bewahrst du Humor in einem gehässigen Umfeld? Was? Wie bewahrst du Humor in einem gehässigen Umfeld? Also ich finde einfach, ja, gehässiges Umfeld ist eine Sache der Definition. Wenn das Umfeld gehässig ist, dann hat es ein Problem mit sich, aber nicht mit mir. Nein. Und dann ist es sein Problem, das darf es behalten. Genau. Also, ich finde, das war gehässig ist so ein komisches Wort, weil ich finde, Hass ist so eine Gemütsverfassung. Liebe ist okay, aber Hass, das ist ja auch was, da musst du dich reinsteigern und die Motivation, die habe ich gar nicht. Ich empfinde keinen Hass und wer Hass empfindet, hat zu viel Zeit. Wieso soll ich Zeit verschwenden auf irgendwas, was ich nicht mag? Genau, mit negativer Energie. Genau, das ist, nein. Wenn ich irgendwas nicht mag oder besonders nicht mag, dann findet es in meinem individuelle Wahrnehmen überhaupt genau, nicht statt. Genau, ignorieren wir den, dreht ja. Mal um. Liebe ist was Aufbauendes, energiegeladen, was Schönes. Ich habe keine Zeit zum Hassen. Genau, auch keine Energie, genau. Das ist aber so. Wir haben Zeit zum Lieben. Hätte ich, ja. Und da waren sie wieder, meine drei Probleme. Ich sage immer, wer mir Steine in den Weg wirft, dem werfe ich Blumen zurück. Ich lasse halt die Töpfe dran. Ja. Ja. Folgt mir für solche Tipps auf meinem YouTube-Kanal. Das mache ich ja immer. Die Leute wollen immer Tipps von mir. Kennst du das? Ja. Bei dir auch immer so, dass sie sich immer ausheulen oder so. Oh, ja. Das habe ich auf der Bühne erzählt im Sommer und das ist wirklich passiert. Da rief eine Frau bei mir an und meinte dann so, sie müsste mir helfen, ich brauche so einen Tipp, Ihnen ist doch nichts Menschliches mehr fremd. Und dann sage ich, ja, aus der Theorie zumindest nicht. Und helfen Sie mir bei meinem Sohn, der ist jetzt gerade 18 und der ist ein bisschen komisch, ist, der bringt einfach kein Mädel heim. Ich glaube, der ist ein bisschen schleckig. Dann habe ich gesagt, nun erzählen Sie mir doch mal, wie ist er denn so drauf? Sagt sie, ja, also bei den Mädeln kommt er eigentlich ganz gut an und so. Im Sport ist er eine Niete, also Weitwurf unter 5 Meter fangen kann er überhaupt nicht. Und dann, also er ist Vorsitzender im Marianne Rosenberg Fanclub und macht eine Ausbildung zum Friseur und geht gerne in die Oper und ins Ballett und an Fasching tritt er gerne als Barbara Streisand Double auf. Dann wollte ich spontan zu der Frau sagen, also auf eine Schwiegertochter werden sie noch eine Weile lang warten müssen. Aber das wollte man ja auch nicht. Man wollte ihn nicht demotivieren. Und das war kurz vorm CSD in Stuttgart. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie was, schicken Sie Ihren Sohn mal auf den CSD, auf die Parade. Wenn er da ein Mädel heimbringt und die schminkt sich am nächsten Morgen ab, können Sie Ihr Weltbild erweitern. So. So ist es, ja. Muss. Nett sein zu den Leuten. Auch zu bösen Leuten. Immer nett sein. Zu denen gehst du rüber und sagst, auch ihr seid wichtig, auch ihr seid wertvoll. Was glaubt ihr, was eure Organe auf dem Schwarzmarkt bringt? Das ist super. Das ist, glaube ich, für dich. Als Enfant terrible müssen sie in ihren Anfängen sehr angefeindet gewesen sein. Was in ihrer Jugend und in ihrer Erziehung hat sie stark gemacht? Oh, meine Jugend und meine Erziehung, das war Horror. Ich komme aus Rumänien und wir waren sehr streng erzogen worden. Das gab nicht Samstag frei, wir mussten Samstag in die Schule, wir mussten Uniform tragen. Der Lehrer hat uns noch auf die Pfoten geschlagen. Aber wir haben gemerkt, das war bei uns auch nicht anders. Obwohl nicht durfte, aber wir haben eins gelernt, in dieser Armut, wo wir groß geworden sind, wir müssen lernen, lernen, lernen. Alles, was in unseren Kopf reinpasst, muss rein. Und die Rumänen haben einen großen Kopf. Also. Und weil das macht uns einen Weg frei
für einen besseren Platz in die Gesellschaft. Weil ohne Lernen, ohne Wissen bist du nichts, bleibst arm. Und das hat mir eine Disziplin gegeben, die habe ich bis heute behalten. Und das hat auch sein Gutes, diese strenge Erziehung und diese Armut. Wir waren wirklich arm. Aber du hast nicht gelitten, weil du arm warst, weil niemand hat was gehabt. Ja. Du hast, alle waren genau so und das war scheißegal. Und, die Frage ist ja, was ist arm? Was ist arm? Ja. Wir hatten auf dem Land auch nichts, aber wir hatten uns und wir hatten Fantasie und das genau, hat gereicht. Genau, wir haben Fantasie, wir haben Theater gespielt, ja. Wir haben gelernt, wir haben Abend Feuer gemacht und Geschichten ja. erzählt, wir haben Kohle gesammelt für unsere Stadt, wir waren stolz, was zu machen und irgendwas hat uns so viel Stärke gegeben, dass ich das geliebt habe. An das erinnere mich sehr gerne. Mhm. Sonst... wenn ich heute sehe, was andere Generationen und andere Kinder schon heute haben, habe ich nie gehabt. Ich habe noch nie mal gewusst, wie eine Puppe ausschaut, weil wir haben nie zu spielen gehabt. Aber das ist egal. Ich glaube, ich habe nicht vermisst, weil der Trend, dass du aus deinem Leben was machst, was Wichtiges machst, war so stark, dass alles andere waren Kleinigkeiten. Ja, das könnte es auch sein, ja, ja. Zu spielen hatte ich immer was, ich war ja ein Junge. Das war, so. Hat nicht jeder verstanden, aber es ist okay. Doch, ja. Da haben die Jungs in Rumänien auch was zu spielen gehabt. Liebe Wommi, könntest du ohne Möpse leben? Wenn sie bellen, ja, es ist, manchmal quietschen sie auch nur, aber es ist okay, es ist, ja, was heißt, ohne Möpse, ich bin ja mehr so der Katzentyp und Möpse sind ja Qualzucht, die darfst du ja nicht gut finden und ja, das war wahrscheinlich eine ironische Frage wegen Möpse und, ja, die hängen meistens über dem Geländer, also sagst du, die brauche ich ja. Ich könnte ohne leben, ja, schon, oder? Ja, ich auch. Alles, was mir jetzt noch einfällt, darf ich nicht sagen. Was ist denn da noch? Was ist dein Lieblingssketch von Loriot? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Auf der Schnellste, das weiß ich echt nicht. Da muss ich passen. Ich fand die Sache mit der Nudel ganz toll. Und was ich am allerbesten fand, und auch heute noch, ist dieses Gedicht Advent. Das kennt ihr, oder? Ja. Bitte? Was? Nein, das Gedicht Advent. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken und so. Kennst du das, oder? Da geht es darum, um eine Adventsnacht, die ganz, ganz toll ist, aber irgendwie gibt es Mord und Totschlag im Försterhaus. Im Forsthaus sitzt bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderbaren Nacht hat sie den Förster umgebracht. Ach, er war ihr bei des Heimes Pflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. Drum kam sie mit sich überein, am Niklasabend sollte es sein. Ja, das ist Humor. Genau, da geht es dann noch, da geht's zur Sache. Das FSK 18, ich habe es geliebt. Konnte ich auswendig. Wahrscheinlich kann ich es heute noch, aber ich müsste noch mal irgendwie durchlesen. Geht es dir nicht einmal so, dass du irgendwas machst und dann hast du es ewig lang vergessen und brauchst du zwei Stichwörter, bist wieder drin? Ja. Schon. Ja. Aber hast du Loriot früher wahrgenommen? Ja, habe ich wahrgenommen. Und, mal kennengelernt? Ja, nee, kennengelernt nicht. Persönlich nicht, aber ich habe wahrgenommen und auch meine Kinder haben die in seine Bücher reingelesen und die fanden es super lustig im alles. Er ist eigentlich übergreifend zeitlos. Ja. Weil das, was er beschreibt den Menschen an sich und das ändert sich im Laufe der Jahrzehnte nicht. Und insofern finde ich ihn, brillant. Also, ja. Jetzt nicht alles. Also, ich konnte mit diesem, da hat er mal ein Buch rausgebracht mit Rezepten. Das weiß ich nicht. Das war auch eine schöne Bilder, aber der Rest habe ich nicht verstanden. Kann ja nicht kochen. Oh. Ein besonderer Loriot-Moment. Ich kann das nicht sagen.
Ich kann mich noch daran erinnern, als er im Fernsehen mal, was war da, in Oper Berlin, mit Evelyn Hamann ein paar Sketche live gespielt hat. Ja, stimmt, das kann dieses, ich auch Schatz, erinnern, willst du, dass ich heute Abend schön aussehe? Ja, ja. Dann hetz mich nicht. Finde ich gut. Das ja, das kann ich mir auch erinnern, das ist richtig. Habe ich schon vergessen. Oder so dieser Standardspruch, irgendwas stimmt mit deinem Gefühl nicht. Oder warum geht der Fernseher gerade heute kaputt? Ich finde das super, ich finde das super, das ist so. Achso, das haben wir schon. Hat jemand Fragen im Publikum eigentlich mal? Oder? Ja. Bitte lauter, lauter. Rosa. Ja, ja, Rosa von Braun hat einen Dokumentarfilm über Laura gemacht. Das Juwel von Stuttgart, ja. 2013, gell? Ja. 14. Ja. Gott, das ist schon so lange her. Ja. Da waren wir alle im Kino mit Lilo Wanders und Romy Haag. Und genau. Dann, oh Gott, oh Jesus Maria, waren wir da noch jung. Das war, das Kino war viel zu voll und der Geschäftsführer hat gesagt, das geht nicht mehr, wenn etwas passiert, ich gehe in Gefängnis. Ich habe gesagt, das macht nichts, dann gehst du in Gefängnis, egal. Aber wir schicken niemanden nach Hause. Und das Schönste am Abend war, du hast vom Geschäftsführer einen riesen Blumenstrauß bekommen und du hast Blumen. Das war super, das war toll. Das war, genau. So war es doch, oder? Ja, das war es, genau so. Ja. Ja. Noch jemand anderes noch fragen, oder? Oh, danke schön. Danke schön. Danke schön. Oh ja. Wie lange braucht Womi zum Schminken? 2,5 bis 3 Stunden. Na, hallo? Das ist das Schicksal einer jeden schönen Frau, dass man ihr nicht glaubt. Nee, wirklich, ich brauche das. Also, Sie müssen mich ungeschminkt sehen, dann wissen Sie schon, dass das eine Zeit braucht, bis das noch was aussieht. Ja, Sie stehen ja auf und sehen so aus. Das ist ja dann gut. Ich muss mir das erstmal anschminken. Das ist ja, also erstmal braucht man eine halbe Stunde, bis man rasiert ist. Und bis die Grundierung drauf ist, dann ist die erste Stunde schon mal rum. Und ich mache das immer so, nebenher höre ich ja immer ein bisschen was. Also wenn ich mich schminke, ich laufe meistens so Barbara Salisch oder sowas oder eine Folge Domian. Das ist super da. Lernt man so viele Schicksale kennen, dann guckt man in den Spiegel und denkt, andere geht's auch nicht besser. Und dann... Nee, wirklich, theoretisch, ich könnte ja, ja, also ich glaube, mit 2 Stunden könnte man auch durch sein, wenn man sich Mühe gibt oder wenn man schnell ist oder keine großen Ansprüche hat, aber es will einem ja nicht jeden Abend gelingen. Und ich finde ja, Schminken ist ja nicht nur Schminken, dass Farbe ins Gesicht kommt, sondern man versucht ja auch von der Privatperson in die Bühnenfigur so rüber zu wechseln. Ich beneide meine Kollegen, die in einer halben Stunde durch sind, auf die Bühne gehen und dann kann ich nicht. Ich brauche meine Zeit, weil dann kann ich rüber wechseln und ich muss immer mindestens eine halbe Stunde vom Auftritt fertig sein, damit ich sage, ich atme mich in mich selber hinein und dann finde ich mich. Und dann ist der Abend meistens schön. Das nenne ich einfach nur Disziplin. Und dann habe ich auch so, ich habe auch sowas, dass man sagt, es ist so in mir drin, dass es fast schon Aberglauben ist, dass man sagt, wenn du das mal anders machst, dann ist es ein schlechtes Signal. Ja, ja. Kennst du das? Ja, ich kenne das. Ich habe zum Beispiel zwei Aberglauben oder zwei so Rituale, die mache ich so gut es geht. Das erste ist, von der Bühne aus, ich gehe meistens von der Seite auf die Bühne, ja. Wenn das Publikum, von dem Publikum aus, rechts vom Osten, wo die Sonne aufgeht. So. Links rein geht irgendwie nicht, da kriege ich die Schrittfolge nicht hin und ist ganz, ganz gut. Wirklich, ganz, ganz. Bin ein bisschen blöd im Hirn, aber so ist es. Weiß. Und ich schmink mich immer ich beginne den Schminkprozess immer zur vollen Viertelstunde. Also 15 Uhr, 15 Uhr, 15, 15 Uhr, 30, 15 Uhr, 15. Wirklich, ich weiß nicht warum. Ich hab einmal 15.50 Uhr angefangen zu schminken, der Auftritt war gar nichts. Und seitdem denke ich mir, nie wieder, nie wieder. Immer so, wirklich. Und wenn ich um 16.01 Uhr in der Garderobe bin, ich warte bis 16.15 Uhr und dann fange ich an. Das ist so. Ein bisschen manisch, oder? Ein bisschen doof. Ja, aber ist wichtig. Kann man gegen die Rituale sind wichtig. Ja, ja. Hast du auch sowas? Ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn ich in Gericht gehe, ich sprühe mit dieser magischen Energie unter die Tische, zwischen die Beine von der Richter und von allen. Ich sage, die magische Kräfte soll hier kommen und für Gerechtigkeit sorgen. Das sage ich natürlich nicht laut, sonst sperre ich mich gleich ein. Aber ich glaube in diese gute Energie. Und das mache ich, ja. Das mache ich immer. Das ist eigentlich total dumm, weil der Verstand sagt einem auch, es wäre nicht anders, wenn du es weglassen würdest, aber zur Sicherheit, man wollte es nicht. Genau.
Wie viele Frisuren haben Sie? Das geht an dich. Was? Wie viel? Wie viele Frisuren haben Sie? Ich habe immer dieselbe Frisur. Ich habe mittlerweile von diesen Dingern da 126. Ehrlich? Ja, ja. Unglaublich. Hallo, ich bin jetzt seit 40 Jahren auf der Bühne. Die habe ich ja seit 25 Jahren, diese Kunststoffdinger da. Und seit 1999. Weil früher hatte ich immer Echthaarfrisuren, da war das Problem, weil ich so viel schwitze, dann gehen die gleich aus der Form. Und dann bin ich auch zu blöd, ich kann ja nicht mal Langhaarfrisuren auskämmen, das geht bei mir. Ich bin da drei linke Hände. Und ich habe mir damals was überlegt, weil damals war auch die Zeit, wo die Leute immer gesagt haben, es ist ja schön, was ich mache, aber drüber lachen kann ich halt doch nicht, weil das ist ein Kerl, der will ein Mädel sein. Das ist ein Problem, da kannst du nicht drüber lachen, das ist neu. Und irgendwann dachte ich, ich muss mal versuchen, was zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn du die Figur zwar ernsthaft anlegst, aber so ins Komikhafte überzeichnest, damit die Leute befreit sind. Ja. Dass es dann heißt, da ist eine Kunstfigur, die will was transportieren, und da geht es um den Inhalt und nicht um die Optik. Und dann hat er erstmal so Frisuren gehabt aus Pappmaché. Das ist fürs Schwitzer gar nichts. Und dann hat er mal aus Styropor, das ist auch gar nichts. Und dann habe ich einen Künstler aus Berlin kennengelernt, der macht mir jetzt diese Dinger seit 25 Jahren. Und das glauben die Leute nicht, das ist einfach nur eine Isomatte. Also das, wo die Schwimmnudler draus sind. So. Ja, das ist eine Schwimmnudel, das mit dem Schälmesser 2000 Streifen, und dann sitzt der 14 Tage dran, kostet jede Menge, aber sieht nachher nach was aus. Und dann dachte ich, das ist genau das Richtige, weil dadurch wird transportiert, dass eine Figur auf der Bühne ist, die dem Publikum was sagen möchte, aber nicht irgendein Typ, der mit sich selber ein Problem hat. Und dadurch bin ich auch nicht mehr irgendeine Figur, sondern dann ist die Figur eine Selbstständige. Ja. Und da war ich eigentlich stolz drauf. Und dann im ersten Jahr gab es ganz, ganz große Beschwerden. Ich hätte ja das Genre verraten und ich hätte die Travestie an die Wand gefahren. Wo ich dachte, was wusste ich? Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Macht habe. Und das erste Jahr war nur... Und dann haben sich die Leute daran gewöhnt. Und auch die Kolleginnen waren anfangs total dagegen. Das kannst du nicht machen, das ist ja total blöd. Heute kopiert sie jede zweite. Natürlich. Und das kommt dann so weit, dass die Leute sagen, du warst letzte Woche in Köln auf dem CSD, aber die Frisur war nicht schön. Dann habe ich gesagt, ich war da gar nicht. Doch, da hat auch eine so Plastik tragen. Dann habe ich gesagt, ja, aber das war ich halt nicht. Das ist... Ja. Und das sind jetzt irgendwie, das Problem ist ja das, ich trage nicht mehr alle. Ich beschränke mich auf so 30 oder so, die ich immer abwechseln. Der Rest sind ja zum Teil so Sachen, die man für bestimmte Nummern hat machen lassen. Die verstopfen mir jetzt im Keller irgendein 20 Meter Regal, aber du kannst sie auch nicht wegschmeißen. Nein, versteigert, für einen guten Zweck. Ja, dass ich die Kollegen noch ausstatte, ja danke fürs Gespräch. Das ist, bitte, bitte. In Tübingen im Museum, da hängt eine Wommi-Frisur und ein altes Kostüm von mir. Also. Von der Premiere von Cats. So. Ja, da bin ich dann doch großzügig. Hat das Fräulein Wonder an das Jugendhaus Mitte noch schöne Erinnerungen? Ja, das muss ich den Leuten erzählen. Jugendhaus Mitte ist so ein, da gab es früher oder gibt es heute noch so eine Jugendgruppe, die nennt sich Max und Moritz. Ja, genau. Die hatten damals immer ein Sommerfest und die hatten da so ein buntes Programm. Und ich war immer in Tübingen und habe immer gedacht, keiner lädt mich ein, Olli wäre da mal gerne dabei, aber kann ich ja nicht. Und ich dachte immer, mein Gott, warum ruft da keiner an? Und einmal riefen sie an, weil jemand krank geworden ist. Und dann dachte ich, okay. Und dann durfte ich mitmachen bei so einem Sketch, Frau Kechele und Frau Peters. Und da ist eine von den zwei ist ausgestiegen und dann war ich die Cousine aus Tübingen und wir sind immer um den Tisch gelaufen und haben da in der Mitte war dann ihr Bild und wir waren quasi so auf der Beerdigung und dann lief man um den Tisch rum und muss immer sagen, sie war so schön, sie war so jung, sie war so tugendvoll. Nein, das war sie alles gar nicht. So, das war mein Einstieg bei Max und Moritz im Jugendhaus Mitte. Und danach wollten sie eine Dia-Projektion machen mit Bildern und da war der Dia-Projektor kaputt und sie hatten keinen Ersatz. Und ich sagte, du kannst schon improvisieren, guck mal, nimmst du einen Stuhl, hockst dich raus. Und dann hat sie mir ein Telefon in die Hand gegeben, dann habe ich mit Hannelore Kohl telefoniert, fiktiv, und habe ich mit ihr über Saumägen unterhalten und das ging 10 Minuten lang, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Es gibt kein Video von dem Tag, aber es muss gut gewesen sein, ich habe Fotos. Die habe ich noch. Und er hat ihm, oh Gott. Damals war Hugo Egon Balder mit Tutti Frutti. Ja, genau. Und die waren frech genug, das Chin-Chin-Ballett nachzuspielen.
mit mir. Im blauen Badeanzug, Jesus Mann. Oh Gott. Ich habe die negativ, ich werde sie verbrennen lassen. Es gibt ein Bild von mir im Badeanzug, wie ich so Chin-Chin mache. Oh Gott, ich schäme. Ich telefoniere nächste Woche mit Jörg Pflugbeil in Berlin und dann werde ich ihm das noch um die Ohren hauen. Der hat mir den Badeanzug besorgt und hat gemeint, da passt schon rein, hältst halt die Luft an. Ja. Nee, wer hat das, darf ich mal fragen, wer das geschrieben hat? Wer, ich? Ah! Ich habe von Nicole die LP aus Holland. So. Dankeschön, das wollte ich doch immer schon. Bringst dein Gatte mit, wir haben Platz im Gräbele. So. Bitte? Ich habe ein solarbeheiztes Wasserbett, das erträgt vieles. Du warst damals dabei, oder? Gell? Es waren. Bitte? Ja, aber der Abend war so, wie ich es erzählt habe, oder? Genau, und dann war doch noch der eine, der Patricia das Stripper gemacht hat. Trisch aus Mannheim. Ja, der auf dem Stuhl stand und dann gab der Stuhl nach. Das war super. Wenn man Liza Minnelli parodiert, man hat es vorher nicht geprobt. Das macht Spaß. Das war super. Gibt es eigentlich Max und Moritz noch, die Gruppe? Königskinder. So. Was sind denn? Nochmal, Lieblingscatch von Loris hatten wir ja schon. Besonderer Loriot-Moment hatten wir eigentlich auch schon. Ach so, okay. Moment. Oh, danke schön. Hallo, mein Zivi. Danke schön. Danke. Hallo, eine so schöne Überraschung, dich hier zu sehen, liebe Wommi. Wann verschlägt es dich mal wieder nach Oberschwaben? Liebe Grüße, alles Gute, Mechthild. Die Tochter von meinem ehemaligen Geschichtslehrer. Hey, super, super. Mechthild Kniele, oder? Schwäbische Zeitung Riedlingen. Ja, super, super. Du hattest damals über den ersten Auftritt im Kreisgymnasium geschrieben, irgendwie. Oh Gott, der war ja noch früher. Jesus Maria. Oh Gott, TSV Riedlingen. Super. Riedlingen, kennst du das? Ja. Mario Gomez geboren. Ja. Im selben Krankenhaus wie ich. Oh. Unsere Mütter lagen nebeneinander in den Wehen. Er ist 16 Jahre jünger, das hat gedauert. Wo waren die Väter? Bitte? Wo waren die Väter? Das weiß ich nicht. Das war nicht. Mario Gomez, das stimmt. Mario Gomez kommt ja aus Riedlingen eigentlich, also wo ich herkomme, die Heimat des Sikomatik. Und ich wusste gar nicht, dass Mario Gomez aus Riedlingen, der war bei Wer wird Millionär? Da war eine Sendung, welcher Spieler kommt aus dem oberschwäbischen Riedlingen? Und da war der in der Auswahl und habe ich danach meinen Vater angerufen und habe gesagt, du, der Mario Gomez kommt aus Riedlingen. Ja, das ist einer von uns. Also, dabei kommt Mario Gomez gar nicht aus Riedlingen, sondern aus Unlingen. Er ist nur geboren in Riedlingen, aber aufgewachsen in Unlingen. Ja. Und Riedlingen und Unlingen, die mögen sich so wie Schwaben und Badener. Oder so wie Köln und Düsseldorfer. Aber der Mario, das war einer von uns. Und als er dann nach München ging und dann hat er sich in seine Villa so einen Zaun drumherum machen lassen mit hohe Hecke, dann war es ein Ohlinger. Dann ist es gut gegangen. Kann man so sagen, oder? Ja. Da sind wir schon unter uns. Das ist, was? Ach, das ist Laura, das ist das Wort Horror. Was war der größte Horror und was die lustigste Überraschung im KC? Was war der größte Horror? Vor Corona, wo die Bauarbeiter diese blöden gearbeitet haben und alles kaputt gemacht haben. Und da kam Wasser über den Strom und das hat sie nicht so gut vertragen. Und Samstagnacht um 3, Kings Club brechen voll, hat die
Stromkasten praktisch gebrannt, explodiert und die KZ bleibt im Dunkel. Das war der riesigste, der größte Dachrum, was sie bis jetzt hatte. Und da sind sie dir heute noch dankbar. Ja, das war richtiger Horror. Ich war total verschrocken, aber da muss ich sagen, die Publikum war sowas von diszipliniert. Mhm. Du hast nichts gesehen. Die haben mit Handy angemacht, liegt. Und die haben gesagt, das war richtig Horror. Ich habe gesagt, wartet, ich rufe den Notdienst. Und der Notdienst kam in 2 Stunden. Aber die 2 Stunden hat ewig, das ist eine Ewigkeit. Für mich war Horror. Ich habe gedacht, ich kriege Herzinfarkt. Und dann ging danach der Licht an und die Leute haben wieder getanzt. Aber das war der absolut, also wenn eine Bombe reingefallen wäre und mhm. jemand gesagt hätte, in Stuttgart ist Krieg, wäre vielleicht nicht so großer Horror, wie in der Nacht im Dunkeln zu bleiben. Das war für mich der größte, weil das war auch gefährlich. Und es hätte was passieren können, aber die Menschen waren... So, bis heute bin ich dankbar. Die haben sich nicht bewegt, die blieben an die Plätze und haben die gefummelt und getrunken. Und die waren gar nicht so traurig, so erschrocken wie ich. Und ich war nicht dabei und du hast meine Telefonnummer. Ja, du warst nicht dabei. Nächstes Mal rufe ich dich, aber ich hoffe... Da musst du dich nicht schminken. Da kannst du aus dem Bett direkt kommen. Okay, aber wenn es dann hell ist, habe ich dann doch wieder die Arschkarte. Dann ist es. Aber was war denn das schönste Erlebnis? Das schönste Erlebnis war die Jubiläen, die 40 Jahre, die 45 Jahre. Zweimal haben wir Jubiläum im Rathaus gefeiert und da hat die Rathausbeamten gesagt, wieso muss KC in Rathaus feiern? Die haben doch einen Club. Ich sage, weil wir sind die Gesellschaft. Und jeder Bäcker, jeder Metzger feiert in Rathaus. Wir feiern in Rathaus. Punkt. Und dann haben die... Das war das schönste Erlebnis. Weil dann stand das ganze Personal vor Rathaus Kopf und dann mussten die noch 2 Sälen extra aufmachen und übertragen, weil in den großen Saal hat keiner mehr reingepasst. Und die ganze Stuttgart stand davor noch auf der Straße und sagt, was ist in Rathaus los? Wer feiert ja? Ich sage, das sind wir. Wir sind die Gesellschaft. Wir, die Community. Das war für mich das Schönste. Da war ich stolz auf jede Einzelne, die beigetragen hat von unserer Community, dass wir 40 Jahre, damals waren 40 Jahre und 45 Jahre überlebt haben. Jetzt sind 48. Bis wir aufmachen, feiern wir den 50-Jährigen auch wieder Rathaus, das weiß ich. Oder in Schleierhalle. Wow. Ich glaube, schöner könnte man das Gespräch jetzt nicht beenden, oder? Ja, genau. Das ist... Mit Vorfreude, dass es das KC wieder aufmacht. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Ich kann erstmal gar nicht glauben, aber ich freue mich. Weil ich gehe ja immer mit Handwerkern oder mit Investoren rein, kannst du rüberkommen und ich will diese Gruft so in diesen Zustand nicht mehr sehen, dann kriege ich Depressionen. Und ich freue mich jeden Tag. Ich sage, doch, das muss sein jetzt, das muss sein. Du gehst rüber und animierst. Und die soll Geld rüberschütteln und sich schneller bewegen. Das denke ich immer. Wunderbar, wir freuen uns drauf. Dankeschön, dass ihr heute Abend bei uns wart. Auf euer Spezielles. Auf euch. Dankeschön. Dankeschön ans Haus der Geschichte für die Einladung. Ja, danke an Haus der Geschichte. Danke, Laura Halding-Hoppenheim. Nein, danke, Bobby Bonder. Wow. Das ist auch ein Zeichen der Solidarität zu uns, dass der Haus der Geschichte so eine Veranstaltung hier organisiert. Und genau. Da bin ich dankbar. Das ist die Gesellschaft. Vielen Dank. Bleibt noch ein bisschen da und feiert mit uns, würde man sagen, oder? Genau. Genau. Dankeschön und tschüss. Tschüss.